Jetzt Freistoß für die Salzburger. Viele Fouls heute. In der Statistik halten wir, aber es ist ausgeglichen, hält sich die Waage. 16 Fouls von Sporting und 15 bei Salzburg. Also über 30 Fouls bisher in den Minuten, die gespielt sind. Guter Schuss jetzt! Und Tor! Tor! Leo Leiner in der 47. Minute! Besser hätte diese zweite Hälfte nicht beginnen können, meine Damen und Herren. Damit hat er jetzt alle überrascht. Ein Mordschuss vom Leo Leiner und das Publikum ist kaum zu halten. 1:0 für die Salzburger. Noch einmal Leo Leiner, große Distanz, ein toller Schuss und ein großartiges Tor. Und Kostinja hat den Ball, glaube ich, falsch berechnet, zu spät reagiert und keine Chance mehr gehabt gegen diesen Schuss von Leo Leiner. Noch einmal mit dem linken Fuß. Der Ball dreht sich etwas ins vom Tormann aus gesehen. Rechteck und die Salzburger führen mit 1:0 gegen Sporting Lissabon. Bravo Leo Leiner. Damit fehlt nur ein Tor, um den Gleichstand zu erzielen. Abgesehen von einer möglichen Nachspielzeit sind wir also jetzt in der letzten Minute der normalen Spielzeit. Fast wurden sie für einen Hochmut bestraft, nämlich die Portugiesen, den Rückflug schon für 22 Uhr zu bestellen. Ja, jetzt kein Solo machen lassen und... Was kennen wir von ihm? Dzhabakov hatte schon seinen Energieanfall im ersten Spiel. Da hat auch alle stehen lassen. Jetzt zum ersten Mal Glück für die Salzburger in diesem Spiel, dass jetzt nicht der Ausgleich passiert ist. Aber das kann natürlich passieren. Alles ist vorne, alles träumt noch vom zweiten Tor. Und Weitschüsse und Tor! 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 Hütter! In der 91. Minute! Unglaubliches! Gibt's denn so etwas, meine Damen und Herren? Da übertrage ich schon 20 Jahre Fußball. Und dann erlebe ich mit einer österreichischen Mannschaft, das erlebt man gar nicht so oft, so etwas heute hier in Salzburg. 2:0. Und damit ist alles egalisiert. 10 Salzburger werden jetzt in die Verlängerung müssen. Kostinja geschlagen und wieder war es ein Weitschuss. Und wieder war es ein Mann aus der zweiten Linie. Adi Hütter, Otto Paric hatte recht, als er gemeint hat. Der Adi ist in toller Form. Und jetzt, wo er den freien Raum hatte, hat er ihn auch genutzt. Schon Minuten vorher hat er angezeigt mit seiner Chance. Achtung, Konrad. Ah, oh, da klopft der Ball an die Stange außen. Ist das ein Spiel? 2:0 für Casino Salzburg. Damit ist alles egalisiert. Die Salzburger haben jetzt mit 10 Mann eine Verlängerung herausgeholt. Achtner, Jurcevic. Sie bringen den Ball nicht weg, sind völlig nervös. Und Tor! 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 Martin Ammerhauser in der 8. Minute der zweiten Spielhälfte der Verlängerung. 3:0 für Salzburg, meine Damen und Herren. Ein unvergessener Freund, der die Finger hätte jetzt sicher gesagt, Ivan Arisch. Ich kann nur sagen, Kompliment vor dieser Salzburger Mannschaft.
das Spiel der Spiele schlechthin. Zu 0 für Austria Salzburg gegen Sporting Lissabon.